Hi, grüße euch. Ich möchte mit euch über das Thema Schlafmatten reden, und zwar im Ultraleitbereich. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und vielleicht habe ich ein paar Tipps für euch. Wenn nicht, ihr wisst, wie immer, da gibt es massenhaft genug Videos im Internet. Schaut euch vielleicht ein anderes an, vielleicht ist das interessanter. Und ansonsten bleibt einfach dran. Bis gleich. Ja, Thema Schlafmatten steht an. Wie ihr alle wisst, gibt es natürlich verschiedene Mittel und Wege, wenn man unterwegs ist, sein Nachtlager aufzuschlagen. Dazu kann man quasi in Hütten nächtigen. Man kann aber auch, wenn man quasi gar nicht in Hütten nächtigen möchte, ja eben halt im Freien nächtigen. Und da kommen viele eben halt auf die, sag ich mal, großen drei Schlafmatten zurück, die es gibt. Sind einmal die aufblasbaren Matten, einmal die Schaumstoffmatten und einmal die selbst aufblasenden Matten. Ja, die sind quasi eine Kombi aus Schaumstoffmatte und Luftmatte. So, und was ihr davon eben halt nutzt, ist natürlich eure Sache. Ja, da kommen wir jetzt mal zu dem Thema, welchen Komfort ihr euch antrainiert habt. Ja, ich hatte gerade gesagt, welchen Komfort ihr euch antrainiert habt. Ja, ihr hört richtig. Auch das kann man sich antrainieren und auch abtrainieren. Man ist eben halt darauf bedacht, bequem zu schlafen. Was auch vollkommen richtig ist, wenn man unterwegs ist. Man zieht ja seine Energie eben halt aus der Nahrung und aus dem Schlaf, den man hat. Und das kommt ganz klar darauf, auch darauf an, dass man ordentlich schläft und dass man ordentlich isst. So, aber was braucht man zum ordentlich Schlafen? Was braucht man zum ordentlich Schlafen? Man braucht im Endeffekt ein bequemes Bett. Und man kann sich eben halt betten, worauf man möchte. Dazu kann man eine Luftmatte nehmen, man kann eine selbst aufblasende Matte nehmen oder man kann eine Schaumstoffmatte nehmen. So, jetzt haben alle Dinge ihr Vor- und Nachteil. Im Sommer zum Beispiel sind Schaumstoffmatten einfach leichter, die sind aber meistens unhandlicher. Sprich größer, sie nehmen mehr Platz weg, haben meistens viel mehr Volumen, welches sie einnehmen im Rucksack und ja, haben dann dadurch eben halt auch für viele dann zum Beispiel nicht den gleichen Attraktivitätswert wie eine selbst aufblasende Matte, wie zum Beispiel die Neo Air von Thermarest, die ja wirklich sich winzig zusammenpacken lässt. Ja, ein Nachteil von so einer Thermarest zum Beispiel ist eben halt, wenn da ein Loch drin ist, dann ist die kaputt. So, und die selbst aufblasenden Matten haben eben halt wirklich in meinen Augen mittlerweile gar keine Vorteile mehr. Weil das bisschen Komfort, was die mehr bieten, nehmen sie an Raum mehr weg und das, was sie schwerer sind, kann man durch den Komfort, den sie bieten, nicht reinholen. Also zumindest in meinen Augen. Ja, und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, dass der Mensch ganz einfach ein Gewohnheitstier ist. Ja, man kann seinen Lagerplatz wirklich danach aussuchen, ob man dort bequem liegen kann oder nicht. Und das sollte man sogar auch. Ja, also man sollte definitiv gucken, wo man gut schlafen kann. Und wenn man dann eben halt so einen Platz gefunden hat, sollte man danach auch sein Lager ausrichten. Ja, eine Schaumstoffmatte kann durchaus ausreichend sein, wenn ihr einen guten Lagerplatz habt, wo ihr euch gut hinsetzen könnt. Und das sind Punkte, die müsst ihr euch antrainieren. Ihr müsst euch das antrainieren, auf so einer Matte zu schlafen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Thermarest-Schläfer seid, die quasi auf dicken Luftmatten schlafen, dann wird eine Nacht auf einer Schaumstoffmatte für euch mit Sicherheit nicht den gleichen Komfort mit sich bringen, wie zum Beispiel auf einer Thermarest. Ja, das ist ganz klar so. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber man kann sich das antrainieren, wirklich. Ja, man kann sich Komfort abtrainieren. Und das hat eben halt damit zu tun, dass ihr es einfach anders macht, als ihr es gewohnt seid.
und euch daran gewöhnt. So einfach ist das. Ja? Ich habe mir zum Beispiel mittlerweile abgewöhnt, auf einer Thermarest zu pennen. Zumindest im Sommer. Ja? Im Winter möchte ich auf den Isolationswert nicht verzichten, den das Thermarest bietet. Aber im Sommer bin ich mittlerweile so gut darin eintrainiert, dass ich auf so einer dünnen Schaummatte, wie sie hier ist, schlafen kann. Die ist auch nicht sehr dick. Die ist, wenn das hochkommt, vielleicht, lass sie mal 8-9 mm dick sein. So, Vorteil von dem Ding ist eben halt, dass sie gleichzeitig auch noch die Rückenwand meines Rucksacks bietet. Also wieder Multi-Use. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte euch eigentlich nur mal in die Richtung schubsen, wie viel Komfort ihr euch antrainiert habt. Ja, das war es eigentlich. Denkt mal drüber nach, wie viel Komfort ihr habt, wie viel Komfort ihr braucht und ob ihr bereit dazu seid, vielleicht euch etwas mehr noch abzugewöhnen, um noch leichter zu werden. Beziehungsweise noch einfacher zu werden, weil einfacher ist für mich auch gleichzeitig leichter. Ja, wie immer, ich danke euch für eure Zeit und ja, das war's auch schon. Schönen Tag noch.